Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 2205. Und es gibt ein neues Update oder besser gesagt ein kostenloses DLC. Und zwar das Big Five DLC mit ein paar neuen Sachen. Und zwar gibt es jetzt einen Sektorenbonus und Katastrophen und eine Börse. Da kommen wir aber gleich drauf. Ich gehe einfach mal weiter, denn jetzt wird quasi, das machen wir mal weg, die Firma kriegt ein Update. Katastrophen sieht schon, ist auf selten und normal wegen fortgeschritten. Wenn ich da jetzt auf aus klicken würde, dann würde es automatisch wieder auf Standard zurückspringen. Und deshalb nehmen wir das mal so. Jetzt gibt es dann erstmal ein Backup. Was denken Sie? Passt das noch in Ihren Zeitplan? Ja, okay, können wir in die Börse schon rein? Ne, wisst ihr was, das mit der Börse mache ich noch nicht, denn ich habe tatsächlich auf meinem privaten Account das mit der Börse schon ausprobiert, das zeige ich euch mal kurz. Es ist immer Verwalten. Schön, Sie zu sehen. Ja, ihr seht schon, hier sind jetzt einige Backups, Patch 1.6, das ist jetzt das Neueste, das nehmen wir mal. Weil mit der Börse ist das Problem, das ist auf einfach ist das schon relativ schwierig, weil die Konkurrenten andauernd versuchen, euch aufzukaufen. Also wir haben jetzt 1 Million Credits haben wir jetzt von 5 Millionen, ich bin übrigens hier Stufe 50. Wir gehen mal auf die Börse, das ist hier oben. Und ihr könnt am Anfang, seid ihr noch nicht in der Börse drin, also ihr geht da nicht automatisch rein, sondern ihr müsst euch da quasi erst anmelden. Quasi in-game, also braucht ihr kein Benutzerkonto und so. Aber ihr braucht halt bestimmte Voraussetzungen. Und ihr seht schon, ich habe hier alles, was mir gehört, alles für 700.000. Könnte ich jetzt eine Auktion starten und die verkaufen. Mache ich aber nicht, denn die hier habe ich schon gekauft. Und da ist es so, wenn ihr eure eigenen Anteile, bleiben am Anfang immer welche leer, so wie hier. Die könnt ihr dann auch kaufen. Und da ist normalerweise bei 1,8 Millionen steigen dann die Konkurrenten aus. Jetzt ist aber auch das Problem, dass die anderen Konkurrenten natürlich auch eine Auktion für eure Sachen starten können. Das heißt, ihr müsst dann entweder mit diesen Punkten hier oben, mit Einfluss, könnt ihr eine Auktion abbrechen. Wenn ihr aber keine Einflusspunkte habt, dann müsst ihr mitbieten. Und dann gewinnt natürlich das höchste Gebot und ich glaube bei 3,8 Millionen oder so, deshalb habe ich jetzt auch ein bisschen wenig Geld. Bei 3,8 Millionen war es dann wohl so, dass kein anderer mehr mitgeboten hat und ich habe dann quasi mein Dingens behalten können. Aber wie hier zum Beispiel, da ist der gute Mann hier, ein Besitzer. Ich könnte jetzt hier auch kaufen, aber ich habe gerade relativ wenig Geld. Und so geht das überall hin und die haben natürlich bestimmte Sachen, wie hier durch meine kriegen wir 3.900 Bilanz dazu plus 3% Einfluss. Wenn ich das jetzt nehme, kriege ich 6.500 Bilanz dazu, müsste aber 1 Million Credits als Startangebot geben, also kannst da schon bis 4, 5, 6 Millionen dann hochgehen. Und es gibt dann zum Beispiel auch Firmen, hier, die haben zum Beispiel eine negative Bilanz, die gerade runtergeht. Lei Sheng ist immer ganz schwierig. Ihr bekommt zwar Energiebonus, aber die Bilanz von Lei Sheng ist halt wirklich madig. Die höchste Bilanz hat eigentlich immer Ibera Foxconn. Und die anderen sind eigentlich immer so mittendrin. Umso mehr Anteil ihr habt, umso mehr Anteilspunkte kriegt ihr natürlich auch mit den Prozenten. Dann gehen wir mal aufs nächste. Spionage könnt ihr jetzt auch machen. Und ihr seht schon ein bisschen, was sieht man immer. Also die hat 4,2 Millionen. 66.000 Bilanz. Steigend ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Boomend. Stagnierend, also der bleibt gleich, absteigend, Lei Sheng absteigend, wachsend, das ist immer gut. Und ihr seht schon, hier stehen dann so Sachen wie unachtsam, das heißt, die passen nicht auf. Da habt ihr mehr Erfolg, wenn ihr quasi eine Aktion startet. Hier zum Beispiel alarmiert, da würde ich es gar nicht mal probieren. Denn ihr habt ja hier zum Beispiel dann die Sachen, Hackerangriff, zieht der guten Frau 840.000 ab, Produktrückruf 1 Million, und 25 Einflusspunkte. Patentübertragung, da kriegt die 4000 Dingens dazu. Und Schmutzkampagne,
da geht die Bilanz einfach mal um 139% zurück. Also da könnt ihr die dann wirklich niedermachen und die Erfolgsrate steht ja auch dabei, wie hoch die Chance ist, und die könnt ihr natürlich erhöhen, indem ihr hier Insider anwerbt für 10 Einflusspunkte und so könnt ihr das dann immer machen, aber die Werte hier werden eigentlich immer angezeigt mit dem Geld, mit der Bilanz. Das wird normalerweise grundsätzlich angezeigt. Dann können wir noch Monopol. Da sehen wir, wie im Moment die Produktionsrate ist oder wo wir stehen. Und ihr seht schon, hier sind wir, orange sind wir. Und wir sind eigentlich überall Erster, bis auf bei Energie. Da ist im Moment noch Lei Sheng relativ weit vorne. Und bei der Landwirtschaft ist Simon International, und das ist eben das Börsensach, also da müsst ihr euch auch wirklich mal damit beschäftigen, bis man das alles so versteht und dann auch damit umgehen kann. Denn das Problem ist wirklich, wenn ihr dann zum Beispiel keine Einflusspunkte oder kein Geld nicht habt, dann kaufen die eure Anteile einen nach dem anderen auf und dann verdienen die mehr Geld, du kriegst weniger Bilanz. Das ist dann natürlich auch wieder so eine Sache, wo man dann schauen muss. Und deshalb mache ich das jetzt mal im Let's Play mal noch nicht. Stechus Kaktus, da sind wir. Okay. Deshalb mache ich das mal mit Stechus Kaktus noch nicht. Und zwar aus folgendem Grund, weil ich jetzt erstmal ein bisschen Bilanz, ein paar mehr Häuser, weil wenn dann zwischendurch immer die Dinger kommen, die Auktionen, das ist dann relativ nervig. Du kannst sie zwar wegklicken oder wenn du genügend Punkte hast, dann beenden, aber meistens ist es dann so, du beendest eine Auktion, dann geht schon die nächste los und das ist dann relativ schnell nervig, sage ich mal. So. Aufwärmen, bla 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 bla. Brauchen noch 2 Polarwohnungen. Aber als erstes holen wir uns mal... Tut mir leid, kein Zugang für Außenstehende. Sie müssen mir Ihren wissenschaftlichen Hintergrund beweisen, sonst kann ich nichts machen. Also wir brauchen erst Manager. Und dann kriegen wir diesen Sektor nämlich kostenlos. So, dann gehen wir mal hier hin. Ich werde als nächstes auch mal das... Wildwater Bay. Ich glaube... Wildwater Bay werde ich als nächstes kaufen für 1,6 Millionen, denn da haben wir ein riesiges grünes Ding, da können wir dann die Megacity bauen. Das ist jetzt Walbruckbecken gerade nur für Energie und für den Anfang so, bis wir dann genügend Geld und alles haben. Dann werden wir da eine Megacity, so habe ich es in meinem privaten Ding auch schon gemacht, dass ich da dann die Megacity reinbaue und dann die anderen quasi nur noch als Produktionsstätten nehme. So, und was braucht er jetzt hier? Jetzt brauchen wir hier noch Ikuma-Gletscher. Produktionsrate plus 10. Das heißt, sämtliche Produktionen steigen um 10%. Zumindest bei allen Küstenanlagen. Das heißt, Fischbetriebe, Korallendinger und so weiter. Allerdings kann das auch negative Aspekte haben. In manchen Gebieten steigt dann zum Beispiel der... Metallschaum müssen wir produzieren, okay. Die Welt wartet nicht darauf, dass du sie veränderst. Triff deine Wahl und bewirke etwas damit. Dann machen wir mal kurz die Abstimmung, weil sonst nervt die immer weiter. Vertrau mir, davon haben wir alle was. Aktuell ist eigentlich immer Lei Sheng, weil Lei Sheng ist halt meistens das Beste, weil du hier auch noch ein viertes Modul dazu kriegst. Adäquate Kompensation für eine adäquate Entscheidung. Ich nehme mal das, denn jetzt haben wir für diese Entscheidung haben wir jetzt 75.000 Credits und 300 Iridium bekommen. Das Iridium kann man immer brauchen. So lassen sich natürlich dann auch die Entscheidungen ein bisschen beeinflussen. Aber
meistens sollte man schon nach den Aspekten schauen. Metallschaum. Genau, und ich war bei den negativen Aspekten von den Dingern. Und da ist es dann so, dass zum Beispiel in manchen Gebieten dann zwar die Produktionsrate massiv erhöht wird, aber dann einfach der Energieverbrauch oder die Arbeitskraftverbrauch einfach so ansteigt, dass man das eigentlich nicht irgendwie kompensieren kann dann. Aber ohne Isolierungsmaterial würde die Wärme verpuffen. Ja. Arbeitskraftwartung, das brauchen wir mal. Dann klatschen wir da gleich ein Energiedingens auch noch hin. Iridium haben wir jetzt zum Glück genügend. So, Metallschaum haben wir so. Dann machen wir da mal. Okay, wir haben zu wenig Arbeitskraft. Aber jetzt haben wir Metallschaum. Jetzt kann ich vielleicht noch die zwei fehlenden Polarwohnungen bauen. Natürlich nicht. Aber. Gut, Ihre Siedlung scheint unseren Vorschriften zu entsprechen. Sie dürfen Ihren Raumhafen weiter ausbauen. Innerhalb vernünftiger Grenzen. Tja, und genau das steht gerade auf der Agenda. Die Orbital Watch ist immer noch eine Gefahr für die Handelsrouten der Union. Sie müssen Ihren Raumhafen mit eigenen Docks ausstatten. Aha. Und wieso? Ich habe da jetzt gerade bloß eine Wohnung gebaut. Und es fehlten doch noch zwei. Oder waren es zwei Einwohner? Ich weiß es nicht mehr. Aber was brauchen wir? Beschützer. Das heißt, wir brauchen jetzt ein paar Wohnungen. Aber was ich eigentlich gerade suche, hier liegen normal immer Container rum. Da ist ein Eisbär. Und zwar in den Containern, die so ein bisschen so random spawnen, findet man meistens dann auch die wichtigsten Rohstoffe, die man so braucht oder in den Sektoren braucht. Hier ist es zum Beispiel immer Metallschaum und Superlegierungen dann später. Bei dem anderen ist zum Beispiel die Baubots und das Biopolymer. Aber dieses Mal haben wir, so wie es aussieht, kein Glück. Aber wenn wir jetzt einfach mal ein paar mehr Häuschen noch bauen, dann steigt die Arbeitskraft, dann können wir Petrochemikalien brauchen wir, aber die haben wir noch gar nicht freigeschaltet, aber ich glaube, ich weiß, wo wir die kriegen. Laut der Kampfdaten, die ich erhalten habe, hast du eine reelle Chance. So, jetzt müssen wir erstmal ein paar Upgrades machen. Du hast machen. Das wirklich gut gemacht. Das war gute Arbeit. Das Upgrade und das Upgrade. Die letzten Berichte bestätigen das. So, und jetzt können wir auch schon auf fortgeschritten machen. Das ist gut, dann kriegen wir nämlich ein paar mehr Punkte. Aber hier kriegen wir, glaube ich, auch kein Öl nicht. Also mal schauen. Wir gehen mal rein in die Mission. So, nochmal ein Klick und dann sind wir auch schon drin. Drakes Festung der Einsamkeit. Und sie sieht ziemlich gut bewacht aus. Aber damit kommst du hoffentlich zurecht. Bring mich zu einem Serverzugangspunkt oder etwas ähnlichem, damit ich mich in ihre Datenbank hacken kann. Aber vielleicht müssen wir mehrere finden. Oh, wir haben einen Besucher. Kampfstationen auf allen Schiffen. Zeigt ihnen, was für gute Gastgeber wir sind. Ja, gut, dann machen wir das mal. Kampferfahrung 60 kriegen wir. Das ist natürlich schön. Hier mit dem Totenkopf, das ist ein... noch gefährlicher, als es aussieht, wie du bald merken wirst. Ja, ein großes Kriegsschiff. Da müssen wir wirklich aufpassen, denn das macht uns platt. Es
Das ist eine große Bitte, aber wir fügen... Das nehmen wir. Ich muss ehrlich zugeben, dass es sehr gefährlich werden könnte. Neuen Treibstoff, schauen wir mal, ob wir das mit der Lieferung hinkriegen. Und Taucher. Die Taucher sind... Okay, die sind relativ zentral in einem Gebiet. Bestätigt. Wir brauchen jetzt aber als erstes mal Treibstoff, ganz wichtig. Grünes Licht. Denn ohne Treibstoff geht hier nämlich gar nichts. Koordinaten bestätigt. Und ihr seht schon, die Schiffe nehmen jetzt natürlich viel mehr Schaden, da wir jetzt auf fortgeschritten spielen und nicht mehr auf einfach. Koordinaten bestätigt. Und deshalb muss man da auch wirklich immer schauen. Da fährt er einfach mitten durch. Sind unterwegs. Muss man immer schauen, dass man auch natürlich dann die entsprechenden Geräte zur Hand hat. Wie es aussieht, verlieren wir gleich ein Schiff. Ach nee, nicht mal. Verstanden. Aber ihr seht schon, die klatschen einen da richtig dann an die Wand. Deshalb sollte man auch, wenn man auch auf einfach spielt, schauen, dass man relativ lange dann auch auf den einfachen Schlachten bleibt. Und ich hoffe mal, wir werden das jetzt schaffen. Aber ich denke mal, das machen wir in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.